Ich bin's, der Sharkman. Muss hier mal ein paar Menschen fressen. So ein Mini-Nebenfest quasi. Njam, njam. Oh, links Wasser fallen. Das ist mein Revier, das ist nicht gut für dich. Ich hab die gar nicht gefressen. Jetzt aber. Zählt aber nicht als Count, toll, weil ich sie wahrscheinlich ins Wasser geschmissen habe und dann ist sie davon gestorben, weil sie nicht schwimmen kann und instant ertrunken ist. So war es wahrscheinlich, jawohl. Die laufen aber auch nicht weg, die Idioten, ne? Ich meine, selber schuld, wenn sie gefressen werden. Die können Menschen bloß den Feierwiff überleben, wenn sie so blöd sind. Ich verstehe es nicht. Kommt da nicht drauf, Mann, oh. Man kommt die nicht ganz so mit dem Sprung, wenn man nicht aus dem Wasser rauskommt. Hallo, Hai. Mensch, ich bin der Hai. So rum. Hahaha. Lustig. Na, komm schon. Hallo, ihr Jäger. Was? Level 12? Ist ja lächerlich. Da bin ich aber weit drüber inzwischen. Ich sage, ich könnte locker kalt machen und die dann auch folgen wahrscheinlich auch noch. Aber so richtig bin ich eigentlich noch gar nicht. Njam, njam, njam. Ich fast keinen Schaden an mir machen irgendwie gerade. Und alles auch vielleicht gegenheile. Voll gut. Vor allem, wie viel ich davon erst töten muss, damit es hier offenbar oben rechts der Counter voll ist, wenn der nächste Boss kommt. Ist ja auch Wahnsinn. Ich will das Level steigen, das will ich durch die Typen schaffen. Njam, 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 njam. Halt stehen geblieben. Das ist so geil. Ich liebe das Spiel. Ich weiß nicht, ob man so durchsieht beim ganzen Stream-Wirrwarr gerade. Ich sehe irgendwie nur wusch, wusch, wusch und beiß zu. Ich sehe aber nicht, was ich mache. Ich weiß aber, dass ich was mache. Dann haben die ja echt Übersicht gerade mit Trost über Bord werfen, die jetzt die Typen auch über Bord geworfen wurden. Hallo. Jawohl, Level gestiegen. So wollte ich es haben. Oh, ich muss einen Tor. Oh! Ich hätte alle Menschen erwischt gerade. Da fehlt tatsächlich nur einer. So geht's aber nicht. Wow, nein. Also. Wo ist der denn jetzt schon in der Mensch? Da. Och. Och. Blödes Schiff. Tot. Also. Ham, 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 ham. Mich früher immer hier geht zum doch. Segel mitgebracht. Er saß auf seinem Schorler, wedelte. Komm ich gerne nicht runter. Und schrie mich an, schneller zu segeln. Toll. Ich hab mich hier rum. Hilfe! Aua! Aua! Heute ist der Tag der Bugs, wie es aussieht. Schnell! Ja, ich hab's geschafft. Gut, ich hätte auch für Schnellreise abhauen können wahrscheinlich, aber noch gut, was soll's. Mann, 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 Mann. Leise endet auch diese Kopfgeldjagd. So. Ich will aber eine ungefähre Richtung haben, zumindest. Und nicht komplett blind hin und her steuern. So. Da haben wir die ungefähre Richtung. Husch. Ja, lustig. Okay, meine Ohren erholen sich auch gerade wieder ein bisschen. Oh, was zum Teufel? Ich habe jetzt schon wieder so einen Krisenteil von 22 voll. Du hast ja für unter kleinen Mini-Quest oder was? Da habe ich jetzt nicht aufgepasst, was sie mir gebracht hat, tatsächlich. Willst du aber die Robbe fressen, du meines Ding? Das mache ich, mein Job. Boom, aua. Hamaya wäre, glaube ich, auch relativ groß, tatsächlich. Die gehören sogar zu den größeren Haiarten. Was kann ich jetzt auch verwechseln? So. Was haben wir da Schönes? Zwei Sachen gleich. Aha, aha, aha. Also, eine selbe Sache im Prinzip. Dadurch komme ich da zum anderen hin, nämlich an. Aber ich will ja eigentlich mehr Sehenswürdigkeiten haben. Das wisst ihr doch alle. Ich will auch sammeln. Und ich brauche noch ein paar Schattenteile. Proteinspeicher wie dieser sind ein praktischer und schmackhafter Weg für Haie, da oben ihre Eiweißzufuhr zu erhöhen. Das sah mir doch aus wie ein Landmarken-Dings. Niemand weiß, was sich wohl im Magen eines Hais befindet. Er ist eben der Mülleimer der Meere. Hör auf, sowas zu sagen. Das ist voll beleidigend. Das mag ich nicht von dir. Ich fress dich gleich. Hm. Das habe ich gerade aber nicht gemeint. Ich meine, das wäre ein Dingens.
Ah, Papageienfische fressen. Ja, okay. Kann man auch mal machen. Menschen schmecken aber besser. Ham, ham, ham. Njam, 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 njam. Leider gibt es keine einzelne einfache Erklärung haha, Tür ist zu. Dafür, warum Haie ab und zu an Land kriechen und Menschen töten. Das tun sie auch normalerweise nicht. Kinder, lass uns keinen Quatsch erzählen, das tun sie nicht. Obwohl die Jagd auf Bullenhaie 1997 als illegal erklärt wurde, umgehen viele Haifischjäger das Verbot. So eine Sauerei indem aber auch. Sie ihm keine Beachtung schenken. Das ist schon dreist. Toll. Ist ganz woanders hin dafür, na egal. Zwei brauche ich noch. Dann noch die aufgefressen. Guck mal, wie krass Menschen einfach meinen Levelfortschritt nach oben bringen. Das ist der pure Wahnsinn. Man muss aber mehr davon fressen. Ich habe ja schon alles Mögliche über Mama Maybell gehört. Ja, der Bonus gerade auch ganz ordentlich was gemacht. Mir hat sie einen fairen Preis für Flossen gemacht. So. Vielen Dank dafür. Schon weiter zum nächsten Questdingens. Das war doch hier irgendwo, oder was? Ja, meine Ziel ist alle weg. Waren hier die ganzen Papageienteile? Ach, da hinten erst. Okay. Hallo, Hammer, hi. Ist ja der Hammer. Ja, der muss es sein. Tut mir leid. Oh, Papageienfische geben überhaupt keine Ressourcen und nix. Oh, von der Schildkröte. Tut mir leid, Schildkröte. War nix Absicht. War reflexartig eher. Bin so im Fressrausch gerade. Upgrades. Fressen, stärker werden. Noch mehr Menschen fressen, alles fressen. Oh, du nährst mich, du Hammerhai. Oh, zwei davon inzwischen sogar schon. Bam. Zack. Kann ein bisschen dies und jenes machen hier. Schattenflossenattacken. Ja, ja. Nimm Schaden durch passives Zeug. Zack, zack, zack. Reagiert mit Abschreckungsmaßnahmen. Aber die Menschheit ist letztendlich nicht in der Lage, die Vergeltung der Natur aufzuhalten. So was höre ich gerne. Kommen wir jetzt zusammen mit dem Corona und globalen Wandel, bla, wie ich gesagt habe. So. Sieht doch schon freundlicher aus. Aber ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben mit dem Grinden in der vergangenen Zeit. Und das ist das ganze Suche, weil ich meine, ich komme jetzt in neue Gebiete und da ist kein einziger Predator, der jetzt noch mein Level hat irgendwie. Sind alle deutlich unter mir. Naja. Aber so ist das dann halt, ne? Entschuldigung, Robbe. Ich habe halt Hunger, was soll ich machen? Die Natur kann grausam sein, ich bin Natur. Die Fülle an Papageifischen hat den örtlichen Hammerhai in Sapphire Bay gesund und seltsam aussehen lassen. Gesund und seltsam? Was soll das denn heißen? Da wollte ich hin. Die komme ich später da hinten, wobei. Jäger sind das? Ham, 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 ham. Meine Quest, also meine Mutterschiff. Ach, keine Ahnung. Level up, schon wieder. Bam. Voll in die Stecker, als die Gegner jetzt kommen, wenn ich Menschen fresse. Hype in dem Unternehmen, Mama Maybell voll Bryant, lustig. Hat mittlerweile eine ganze Flotte Freizeitboote gesammelt. Ihre missratenen Söhne Randall und Tyson lotsen sie oft in der Sapphire Bay herum. Yummy, 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 yummy. Ich habe jetzt zwei Level geschafft hier innerhalb der. Ach, gerade mal 24 Spielminuten heute. Wahnsinn. Heute habe ich es drauf. Wuhu, ich bin so hoch, ein Hai. Oh. Da bin ich auf dem Rücken gelandet gerade. Das war ein Rückenbauchklatscher. Jawohl, ein Rückenbauchklatscher. Mein Bauch ist nämlich so groß, weil ich so hungrig bin als Hai. Ich habe überall Bauch, auch hinten. Überrascht? Nein? Na gut, dann nicht. Der Hai versteht, dass er essentielle Mineralien fressen muss, um gesund zu bleiben und ja, zu wachsen. Ist schon ein schlauer Hai. Mein Ziel, wenn ich schon mal hier bin? Gejagter Hammerhai. Oh, Level 80, guck mal. Der kommt schon fast an meine Qualitäten. Na toll. An mich ran. Jetzt hätte ich mich komisch aus, der Typ. Aber der gemeint, der hiesige würde speziell aussehen, oder? Das ist eingetintet. Hahaha. Ja, ein Tintenfisch. Vampir. Hai. Kennt ihr das nicht? Ne? Ah, ich bin halt einer. So sehen die dann aus dann.
Könnt ihr Lexikon nachschlagen? Tintenfisch, Vampirhaie. Macht es jetzt. Oh, noch ein Hai. Ah, der ist ja winzig. Aua. Oh, meine Rohstoffe, die ich jetzt habe als Vorrat. Egal, wie ich diese Finne finde. Ich glaube, ich kann es auch direkt vervollständigen, weil ich gerade so krass was übrig habe. Es zahlt jetzt aus, von Anfang an dieses Bonuszeug drin zu haben. Und das halt erst zu upgraden. Das ist aber auch logisch. Das mache ich ja in jedem Spiel so, weil eben aus Gründen, ne? Aus offensichtlichen Gründen. Hol ich mir auch noch hier in den Hering da, oder was das heißt. Komm. Heringsessen, Hecht oder was auch immer für die. Ist mir egal, Fische sind Fische. Ich mag keine Fische. Außer zum Essen, wenn ich ein Hai bin. Ahahaha. Ich habe mal die schlauesten Sprüche heute parat. Das ist Wahnsinn. Ich muss mir auch die Schulter klopfen. Moment, Sekunde. So. Oh nein, toll. Das habe ich geklopft und nicht gegessen nebenbei. Das hast du jetzt im Selbstlob. Naja. Egal. Das klingt so nach Delfinen. Zappel, zappel, zappel. Ob ich noch Delfine und Wale sehen werde? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass durchaus ein Killerwal noch kommt. Marlin ist das. Ach so. Oh, wow, hat er wenig Leben. Also, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ein Orca kommt als Gegner oder Predator als Konkurrent. Könnt ihr auch noch vor allem auch einen weißen Hai vorstellen, wobei die ja ähnlich groß sind tatsächlich, die beiden. Aber vielleicht kommt noch eher ein weißer Hai als Gegner, weil hier ist ja bisher vor allem Haie unterwegs und ein Delfin oder ein Wal. Ich denke, es ist ja auch bloß ein Delfin ist letztendlich, zumindest der Orca ist ja auch ein Delfin. Wenn man das gerne wechselt, weil da eben Killerwal genannt wird, aber der Orca ist ein Delfin, liebe Leute, es ist ein Delfin. Ja, jedenfalls, was soll ich sagen, ich glaube, es kann mir wohl halt nur Hai als Gegner, kann durchaus sein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wobei ja auch Krokodile bzw. Alligatoren schon kamen. So gesehen ist es halt doch nicht nur eine Spezies, auf die sich das beschränkt. Und der Ozean ist groß genug für alles mögliche. Ich meine, klar, dann gibt's halt. Was ich extrem cool finde, würde, wenn sowas wie ein Blauball in der Größe noch kommen würde, aber dann wiederum, wo soll er hin? Ich meine, gut, vielleicht im Golfstrom. Hier könnte, es ist ja nur Wasser tatsächlich, eine kleine Insel irgendwie. Da könnten sehr große Dinge auf uns warten. Andererseits glaube ich aber auch, dass ich gleich dahin schwimmen werde, wenn ich hier fertig bin. Weil ich komme ja ohne weiteres darüber geschwommen. Und von da aus dahin und dahin und da oben auch hin. Und da wäre es ziemlich merkwürdig, wenn auf halbem Weg quasi so ein riesiges Tier schon kommt. Das wäre erst so eine Art optionaler Endboss-Gegner. Super stark, super schwer. Auch wenn jetzt ein Blauwal per se kein Fleischfresser ist, entsprechend auch nicht direkt angreifen wird vielleicht, würde vielleicht, aber allein auf der schieren Größe sich theoretisch wehren könnte. Wobei wir auch wahrscheinlich irgendwann ähnlich groß werden könnten. Ist noch nicht raus, ich wusste nachher tatsächlich sein können, ich weiß es echt nicht. Hallo, ist, Chris, mach. Aua, aua, voll drauf gelandet. Hab ich das gekriegt oder hab ich nicht gekriegt? Ich glaube, ich hab's gekriegt. Da haben wir es endlich mal wieder. Töte das Schwein! Hätte jemand seine Leseaufgabe in der 6. Klasse gemacht, hätte diese Tragödie vielleicht vermieden werden können. Raff ich auch nicht. War das eine Art Studentenritual oder was? Ritual. Ein Studentenritual. Ich trau der Höhle nicht. Und das ist ein Fragezeichen, ich will dahin. Wenn ich hier rauskomme. Doch, sieht gut aus. Nährstoffspeicher! Tralalala! Komm! Im Laufe des Lebens eines Bullenhais nimmt er ein recht breites Sortiment an Ballast und Treibgut zu sich. Ich würde gerne auf die Queen Berry 1. Übrigens ein lustiges Wortspiel, wahrscheinlich unbeabsichtigt, aber Oliver Queen und Barry Allen. Wo wir schon bei Arrow waren vorhin, ne? Hätten wir es da zufälligerweise gerade vereint. Also manchmal ist die Welt auch klein. Wie gesagt, das wird kaum damit gemeint sein. Aber es ist einfach lustig, dass es tatsächlich jetzt, nachdem ich es erwähnt habe, vergleichsweise vorkommt. Die Leute haben über $12.000 bezahlt, um in diesen Zelten zu schlafen und ein ganzes Wochenende lang schwedischen DJs zuzuhören. Merkwürdig. Menschen sind einfach merkwürdig. Zack. Der Bullenhai ist nicht wirklich ein Gourmet.
Er frisst so ziemlich alles. Ja, doch.